Morgen, mein Spatz. Guten Morgen. Na, gut geschlafen. Hallo, wir waren gerade einkaufen und wir fahren jetzt nach Hause. Wir sind relativ früh aufgestanden heute, ne? Ja. Haben schon alles hingekriegt. Jetzt haben wir 9:45 und waren schon im Hund draußen einkaufen gewesen. Und Arzttermine gemacht. Tippitopp. Hallo, wir sind wieder zu Hause. Von unserem stressigen Morgen. Wie gesagt, die Nadja war ja beim Arzt. Beim Augenarzt. Richtig, für ihre wunderschönen blauen Augen. Danach waren wir schnell einkaufen für die restliche Woche. Was heißt für die restliche Woche? Wir haben Dienstag, also für die komplette Woche bis zum nächsten Dienstag, weil dann fahren wir für 2 Tage zu meiner Oma und dann zu Manu nach Hause nach Heilbronn. Genau. Und unser kleiner Ziefzi, der liegt jetzt hier schon. Der hat keinen Bock auf Kamera. Oh je. Erstmal ein paar Stretch-Übungen. So, das sieht sehr bequem aus. Na, fertig, hör von uns zu. Hast du uns jetzt gezeigt, was du kannst? Dann wir zwei Hübschen zeigen euch jetzt einmal ganz kurz, was wir so gekauft haben für die nächste Woche. Dann bringen wir noch kurz den Einkauf zu unseren Nachbarn. Seitdem die Situation halt eben so ist, nehmen wir für die alles mit. Die brauchen immer nicht so viel. Die schicken uns immer dann eine Einkaufsliste. Per WhatsApp. Ja, die sind sehr modern. Die schicken uns eine Einkaufsliste per WhatsApp und dann kaufen wir das Zeug für sie ein und meistens sind da auch Spezialwünsche drauf, ja, die wir jungen Menschen, sage ich mal, nicht kaufen oder nicht mehr kaufen oder gar nicht kennen. Ja, und wenn wir das gemacht haben, dann werden wir wahrscheinlich ein Brot backen und ein paar Blaubeermuffins, weil das ist immer bei uns so nochmal was man nebenbei schnell essen kann. Und ja, genau. Und jetzt zeigen wir euch aber erstmal ganz kurz den Einkauf. Wir haben hier ein paar Tomaten, Blaubeeren, Pilze, Äpfel, Kürbis, Salat, Gurken und Zucchini, Porree, Kartoffeln. Das ist das einzige Brot, was ihr bei uns gekauft finden werdet, weil den Rest machen wir selber. Genau. Das ist halt das, was man so die Woche über braucht. Genau. Und das war es eigentlich auch schon. Wir sind jetzt wieder zurück. Und unsere Nachbarn, wir haben schnell die Einkäufe rübergebracht, haben noch schnell einen Kaffee getrunken bei denen. Und jetzt wird die Nadja uns was ganz Leckeres zaubern. Nämlich ein Kartoffelfaserbrot. Juhu! Ganz kurz noch, wir sind nicht geistige Eigentümer dieses Rezeptes. Um es ein bisschen anders flapsig auszudrücken, das Rezept ist geklaut, okay? Ich gebe es zu. Und zwar, wir haben einen YouTube-Kanal entdeckt. Und die hat ganz gute Rezepte, also sehr, sehr gute Rezepte, auch sehr aufwendig, mit viel Liebe gemacht. Und danach richte ich mich immer, ich mache es trotzdem immer ein bisschen frei Schnauze dazu. Tausche manche Zutaten ein bisschen aus. Das ist super lecker, geht super schnell, super easy. Und dann hat man selbstgebackenes Brot, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben. Ja. Genau. So, wir legen jetzt mal los. Ich darf die Nadja jetzt bestimmt filmen, während sie uns ein tolles, leckeres Brot zaubert. Also normal backe ich meistens allein. Der Manu kommt dann dazu, wenn es was zum Schnabulieren gibt. Und der ist irgendwie am Computer und macht irgendwas. Weil mir macht das Spaß und ihm macht sein Spaß. Aber heute missbrauchen wir ihn mal als Kameramann. Und er darf nicht währenddessen was anderes machen, sondern geht uns helfend zur Hand. So Nadja, dann erzähl mal, leg mal los. Was brauchen wir denn alles? Ich habe schon meine Küchenmaschine rausgestellt. Wir brauchen ein bisschen Milch. Kartoffelfasern, Mandelmehl, neutrales Eiweiß, das ist zum oben drauf streuen, ein bisschen Skier, im Rezept steht Frischkäse, ich benutze aber Skier, Eier, Backpulver und ein bisschen Salz und das war's schon. Ja.
So, dann einmal bitte in die Backform. In die Backform. Den Part übernimmt er komischerweise immer. Ist jetzt fertig da hinten. Ja, Moment, nicht so schnell. Ja, ich muss später noch in die Uni. Ein paar Bücher ausleihen, bisschen was gucken und der Manu holt mich dann mit dem Hund ab. Und so lang essen wir jetzt gleich erstmal Mittag, weil ich habe Hunger. Und ja. So. Was machst du eigentlich heute Nachmittag, während ich weg bin? Das bleibt mein Geheimnis. Abschließend mache ich jetzt noch ein paar Kürbiskerne oben drauf, dann sieht es besser aus und vor allem schmeckt es ganz gut. So sieht das Ganze jetzt aus. Und jetzt kommt es für eine Stunde im Backofen. Was ist passiert? Jetzt weiß ich auch, warum es so gut riecht. Das ist ein Fail. Da hat jemand das Backblech mit Backpapier aus der letzten Session drin gelassen und jetzt hat es gequallt. Alexa, Timer auf 1 Stunde 15. 1 Stunde und 15 Minuten ab jetzt. Ja gut. Jetzt ist das Brot im Ofen. Genau. Was gibt's jetzt? Jetzt gibt's noch ein paar Blaubeermuffins, die du einfach so mal muffeln kannst. Ah ja, was für ein Krach machst du da? Ich habe jetzt gerade Erythrit zu Puder gemahlen. Und jetzt brauchen wir noch Kokosmehl und gemahlene Mandeln, aber wirklich gemahlene Mandeln. Und ein bisschen Skier, ein paar Eier, ein bisschen Backpulver und natürlich Blaubeeren. Ja, ich habe den Kameramann zum Backen befördert. Nein, du hast mich verdonnert. Befördert. Dementsprechend backt jetzt der Manu auf Anweisung. Man sieht nun den Manu beim Backen von Blaubeermuffins. Alter, ich bin der Kameramann. Du musst es machen. Warum? Ich weiß nicht, wie das geht. Ja, jetzt haben wir doch schon das Erythrit so schön zu Puder gemacht. Das sieht doch schon mal super aus. Macht er gut, oder? Ich finde, das kann er öfter machen. Und ich muss das machen. Ich wurde jetzt in die Küche verdonnert, weil die Nadja sich nicht genug Mühe gegeben hat beim Filmen. Und deswegen, du hast doch gefilmt. Ja, ich habe gefilmt, aber du hast da irgendeinen Quatsch gemacht. Und deswegen hast du gesagt, ich muss das jetzt machen, weil angeblich kann ich das ja viel besser. Und das stimmt, ich kann das viel besser. Ist unser Brot fertig? Das sieht sau lecker aus. Und? Mhm. Ist gut? Sehr gut, ich esse jetzt einen Muffin. Test bestanden. Habe ich sehr gut gemacht. Ich glaube, das liegt am Koch. Beziehungsweise, das liegt am Bäcker, und zwar nur am Bäcker. Nadja? Komm mal her wieder. Du isst schon wieder ein. Das bedeutet, wir sind einfach ein unschlagbares Team in der Küche. Meistens. Ich muss jetzt zur Uni. Ja, ich habe mich ganz bequem einfach angezogen, wie immer, wenn ich in die Uni gehe. Schwarze Mom Jeans, Pulli, meinen neuen Mantel, ein paar weiße Chucks. Und das war's auch schon. Und jetzt muss ich dann auch schon los, deswegen ich bin spät dran. Hallo, ich hole jetzt die Nadja ab. Und von der Uni mit dem Hund. Yeshu! Yeshu! Wir sind ein bisschen zu früh. Und der Zipti wartet ja schon ganz gespannt. So, jetzt sind wir alle wieder zu Hause nach noch ein paar anstrengenden Stunden in der Uni. Morgen klingelt der Wecker wieder früh. Wir sind nämlich Frühaufsteher, auch nach dem Examen. Ja, genau. Uns hat es wahnsinnig viel Spaß gemacht, euch mal mitzunehmen in unserem neuen Alltag, weil vor dem Examen sah unser Alltag ganz, ganz anders aus. Aber
Wir haben uns heute mal ziemlich viel Zeit gelassen, ob es beim Kaffeetrinken ist, beim Einkaufen, beim Backen oder mit dem Hund spazieren gehen. Ja, wie gesagt, ist auch für uns ein neuer Alltag, keine Frage. Und dennoch war er anstrengend. Zwar anders anstrengend, aber er war auf jeden Fall anstrengend. Der Hund schnarcht schon im Hintergrund. Und ja, für den war das auch anstrengend. Schön, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, bis zum Schluss. Genau. Schön, dass ihr dabei wart. Und wir wünschen euch noch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal und macht's gut. Ciao.